Das Wetter und auch die Frequenzen kann man sehr positiv beeinflussen, aber auch natürlich sehr negativ beeinflussen. Du hast gesagt sogar, dass in diesen Wandmalereien, die schon ein paar tausend Jahre alt waren, dass da sogar blühende Bäume zu sehen waren, dass dort quasi auch das Klima anders war, auch die Frequenzen anders waren. Die Russen hatten über 450 Atomversuche gemacht. Dann haben wir dann unser Gerät in diese Richtung aufgelöst und da ist ein Wunder geschehen in Ulaanbaatar. Und da kamen dann richtig weiße Wolken. Das habe ich auch in Iran erlebt, das habe ich in Ägypten erlebt und besonders in Algerien habe ich da viele Erfahrungen gesammelt. Der Himmel hat sich aufgemacht, da kam Regen, die Staudämme waren voll, das Wunder in der Wüste. Es war wirklich nicht zu glauben, was da geschehen ist. Und seitdem habe ich dann die Methode immer verfeinert und so gemacht, dass man das überall anwenden kann. Dann konnte ich das erklären, warum alles miteinander zusammenhängt. War ein Riesenerfolg. Dann haben wir uns entschieden, das als Himmelsakupunktur zu bezeichnen. Die ganze Arbeit als Feng Shui des Himmels. Und wenn alles in Harmonie, weil Himmel ist männlich, die Erde ist weiblich. Und wenn alles stimmt, dann kann der Himmel die Erde wieder. Vielleicht kannst du noch mal erklären, warum es heutzutage wichtiger denn je ist, weil es gibt ja auch sehr viele negative Einflüsse. Es gibt Hemd, es gibt. Was machen diese mit uns und warum sollten wir uns davor schützen? Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein Name ist Sören Schumann und ich interviewe heute Majid Abdelaziz und wir sprechen ja über die Dinge, die so im Himmel los sind, die vielleicht auch negative Auswirkungen auf uns haben und wie man sich davor schützen kann, wie man das Ganze positiv beeinflussen kann. Da hat Majid ja einige spannende Lösungen entwickelt und auch einiges zu erzählen. Er macht das nicht erst seit gestern, sondern ja, ist ja schon sehr lange Zeit unterwegs. Er hat sich zum Beispiel auch sehr von Leuten wie Nikola Tesla, Wilhelm Reich oder Viktor Schauberger inspirieren lassen. Er hat es sogar geschafft, in Wüsten, wo es sehr wenig geregnet hat, hat er mit seinen Technologien hat er es geschafft, wieder dort ja, Regen zu erschaffen, sodass die Leute wieder dort Nahrung anbauen konnten, dass sogar dadurch Streitigkeiten oder Kriege reduziert wurden, beziehungsweise dass Frieden eingekehrt ist. Und ja, über all das und wahrscheinlich noch viel mehr werden wir heute sprechen. Majid, was sollte man noch über dich, deine Arbeit, deinen Werdegang wissen? Ja, sozusagen, ich bin wie Obelix. Ich bin in diese Zaubertrank rein zufällig rein gestolpert und als ich das Elixier dann in mir spürte, war kein Aufhalten mehr. Ich komme ja aus der Technischen Universität Berlin. Ich habe damals bei der Fraunhofer angefangen als Hilfskraft, später als wissenschaftlicher Mitarbeiter, dann war ich bei VW. Und das hat mir alles nicht irgendwie im Inneren zufriedengestellt. Ich wollte mehr mit Menschen was zu tun haben, mit Natur, weil am Anfang, als ich nach Berlin kam, wollte ich an sich Medizin studieren, aber das Level war zu hoch, um so an ein Studium reinzukommen. Dann habe ich mit Elektrotechnik, theoretische Elektrotechnik, bei Hanacam damals und dann bin ich, als dann die ersten Anfänger in der Informatik waren, hat mich das interessiert und ich bin dann in die Informatik eingestolpert. Weil damals hatte ich schon die Vision mit Datenverarbeitungstechnik, kannst du auch Medizin einfach rankommen. Und habe ich dann in der künstlichen Intelligenz damals mein Diplom geschrieben. Und als ich dann anfing, die Arbeiten von Vinograd in der CAD-Technik, da war ich bei dem Dr. Hasse Spur. Und kann ich mit intelligentes System, so Datenverarbeitung, CAD, so mit künstlichen Intelligenz. Und die Computer waren damals riesig. Das waren riesige Bildschirme und wir saßen so in Räumen. Und diese Räume waren mit Klimaanlagen. Und es ging mir nicht so gut. Ich war wie benebelt. Ja?
Aber ich habe trotzdem gearbeitet und irgendwann mal habe ich mir gedacht, nee, das ist nichts für mich, ja. Und so wie man will, es gibt keine Zufälle, wenn du so weit bist, dann fällt es dir zu. Da bin ich dann vom VW dann weg und habe jemanden kennengelernt, der mit VIP-Reisen zu tun hatte in der Wüste Algeriens. Der hatte sozusagen Leute geholt, die viel Geld hatten, und er hat denen die richtige Wüste gezeigt, weil in Algerien wir haben eine der größten Wüsten. Und dann habe ich für ihn die ITB, also Internationale Tourismusbörse hier in Berlin organisiert, wo wir dann echte Tuaregs und so geholt haben. Der Erfolg war so groß, dann wollten wir ein Flugzeug chartern, ein paar Touroperatoren waren dabei und wir wollten denen das zeigen, einfach wie das ist. Damals war es notwendig, diesen Schritt zu machen, weil es war 94 und der Terrorismus war sehr stark in Algerien. Man konnte sich nicht bewegen, die Angst war da. Aber da Janet zum Beispiel, wo wir das gemacht haben, ist 2500 Kilometer von Algier entfernt, mitten in der Wüste. Da sind ja andere Dimensionen. Das heißt, von Algier nach Berlin waren 1800 Kilometer und von Algier nach Djanet 2,5. Und die Tuaregs, die sind ja unabhängig, das ist ein Berbervolk, die Blaumänner, wie man die nennt. Da war kein Terrorismus, so in dem Sinne wie im Norden. Aber trotzdem hier in Europa, wenn man sagt Algerien war insgesamt einfach so terroristisch. Und ich wollte dem helfen und da ist dann eine sehr tiefe Freundschaft entstanden. Und als wir diese Reise dann gemacht haben, wollten wir dann vom Sefar. Sefar ist in Tassili Ager auf 300 Meter Höhe Plateau, wo ein Museum, nicht Museum in dem Sinne, wie man das hier kennt, aber so ein ganzes Gebiet als Museum deklariert, wo man noch Zeichnungen, die uralt sind, einfach sieht, einfach wie die Menschen da damals gelebt haben. Und da auf diesem Plateau waren sogar Bäume vorhanden, die 4500 Jahre alt waren und die blühten auch noch, ja. Und bei dieser, mit den Helikoptern wollten wir das sehr schnell schaffen, sonst mit Esel, Kamele brauchst du 3 Tage. Wir wollten das in ein paar Stunden machen und Esi, da ist dann dieser Unfall passiert mit dem Hubschrauber, wurde. Ich auch mit den Insassen und ich war ja der führende Übersetzer und der das alles irgendwie gemanagt hatte. Da ist dann ein Unfall passiert auf dem Plateau und alle Insassen sind gestorben. Ich war der Einzige, der überlebt hat, weil irgendwie in letzter Sekunde irgendeine Stimme in mir oder eine Vorahnung habe ich bis heute nicht verstanden, was da passiert ist in diesem richtigen Moment. Ich hatte dann, als ich diese Botschaft bekommen habe, nach außen geguckt. Da waren noch Plastiktellerreste und so hinter einem Stein. Und ich war ja damals ökologisch sehr tief verankert. Und ich bin dann, ohne zu denken, einfach rausgesprungen, um diese Teller zu nehmen und ins Flugzeug in diesem Hubschrauber, aber als ich zurückkam, der war schon in der Luft. Also, die haben mich bemerkt. Sie haben gar nicht gemerkt, dass du das Flugzeug rausgesprungen bin, ja. Und das war dann meine Rettung. Ich bin der Einzige, der diesen Unfall überlebt hatte. Und als ich dann unter Schock saß und ich konnte wirklich nicht verstehen, was mit mir geschah, und das war so schnell, kam ein Tuareg, ein alter Freund, auf mich und sagte, wollte mich beruhigen und sagte, ja, die Wüste brauchte ich noch. Deshalb hast du überlegt. Ich habe ihm gesagt, die Wüste, nein, danke, ich komme nie wieder hier. Daraufhin war ich dann in Berlin. Ich
war 7 Monate oder so, sogar mehr. Da wohnte ich außerhalb von Berlin, mitten im Wald, zurückgezogen. Ich wollte mit niemandem reden. Das war für mich wirklich alles zu viel. Wenn du den Tod so nah siehst und Freunde, die du schätzt und dieses Projekt und habe ich mir gedacht, was ist der Sinn des Lebens? Und bei diesem Unfall hatte ich damals die Alfrun, hieß die, eine Künstlerin mitgenommen, weil sie für mich Bilder gemalt hat für die ITB. Es waren Kamele, sie konnte schön malen. Und als Dankeschön habe ich sie mit auf die Reise genommen, die ist ja gestorben. Und ihren Freund, der Ingo, hatte eine Physiotherapiepraxis in Berlin. Und das war der einzige Mensch, der mich verstehen konnte, weil wir auch, damals hatte ich einen Meister in Indien, haben wir solche Touren da in Ashrams und so gemacht. Und das heißt, wir hatten eine Kommunikationsebene, trotz meinem Zustand. An dem Abend, dann habe ich ihn besucht und er sagte, tut mir leid, Majid, du kannst hier übernachten, du kommst von weit her. Ich muss jetzt weg. Ich habe gesagt, wohin? Ich muss zu einer Vorlesung von Bernd Senf. Ich hatte von ihm vorher nie gehört. Da habe ich gesagt, okay, ich habe Zeit, ich komme mit. Und dann war ich dann in der FHW bei Bernd Senf. Da waren viele Leute. Es ist also eine Vorlesungsreihe, die er dann einfach zur Verfügung gestellt hat und immer von 18 Uhr bis 21 Uhr, wo er dann über Schauberger, Tesla und so. Und ich saß da und es ging um die Wüstebegrünung, Wilhelm Reich. Und bei dir hat sich was getan. Da war ich Feuer und Flamme, ja. Und das war der Anfang dann für mich. Dann habe ich 2 Semester bei dem gemacht. Und so fing ich an, dann mit diesem Wissen zu saugen. Und er hat ja viele Connections. Das war ja mein Mentor dann geworden. Dann habe ich die Koryphäen auf diesem Gebiet kennengelernt. Dank Bernd Senf, wie zum Beispiel James DeMeo, der da seine Doktorarbeit gemacht hat über diese Sachen. Dann habe ich auch den Blocher damals, der Roland Blocher, der war mit seinen Energiesystemen. Also viele Leute kamen dahin. Das heißt, wie ich gesagt habe, wie Obelix, da fällst du rein, mitten drin. Es gibt keinen Weg mehr zurück. Ja, gab wirklich keinen Weg zurück. Und seitdem, also der Unfall war im April 94, dann Ende 94 bei Bernd Senf. Und seitdem bis heute bin ich immer am Ball geblieben. Ja. Zuerst wollte ich diese Experimente selber nicht machen. DeMeo hat darauf gedrängt. Die hatten damals in Namibia gearbeitet mit Bernd Senf. Da ist Regen gekommen. Und dann haben wir ein Memorandum zu dritt geschafft. DeMeo, Bernd Senf und ich, wo wir uns zur Pflicht gemacht haben, Sahelzonen, Algerien und so wieder fruchtbar zu machen. Ja. Und die haben dann in Namibia gearbeitet und DeMeo sagte, ja, wenn du in Janet bist in der Zeit, beobachte den Himmel. Ich werde versuchen, in deine Richtung auch was zu machen. Und ich kam aus dem Staunen nicht. Ja, als DeMeo in Namibia war, mit Bernd Senf, hat es auch geregnet in Janet. Und er hat mir bestätigt, dass er das extra gemacht hat. Und dann war ich wirklich Feuer und Flamme. Ich habe gesagt, das müssen wir jetzt in Janet machen, richtig mit deinem Gerät bauen wir das und so. Ich hatte Connections in Algerien auf den höheren Sphären. Und dann habe ich einen Vortrag, wo der Minister persönlich da war, um das zu erklären. Und ich habe damals VHS-Kassetten waren da und weißt du, die Technik war so alt und es dauert alles, bis du installiert hast und waren kein flatte Bildschirme, war eine ganz komische mit Röhren und die ganzen Leute haben bei uns in einem Raum versammelt und die haben nur Bahnhof verstanden. Damals war ja Wilhelm Reich derjenige, der im Himmel einen Orgasmus stattfinden lässt und gespritzt wird dann Regen und verstehst du? Und
Es war nicht einfach, da wirklich sich durchzusetzen und das Wissen an die Leute zu bringen. Und nach 2, 3 Stunden kam der Minister zu mir und er sagte, weil die Leute, die da teilgenommen haben, waren Meteorologen, waren Universitätsleute und so. Er hat sie mitgebracht, um da ein Projekt zu starten mit Demeo. Ja, hat gesagt, Herr Abdelaziz, die Leute hier haben gar nichts verstanden. Also sowas haben sie nie in der Uni gehabt. Und was ist das? Können Sie das nicht einfacher erklären? Ich habe gesagt, ja, avec tout le respect, je vous dois, Monsieur le Ministre, mit allem Respekt, Herr Minister, stellen Sie sich vor, ein Farbfernseher versucht, ein Schwarz-Weiß-Fernseher die Farbe zu erklären. Was ist rot, was ist blau, wo der Schwarz-Weiß-Fernseher noch schwarz und weiß irgendwie hell und dunkel versteht. Dann guckt er mich an, er sagt, du bist ein Farbfernseher und die hier sind schwarz-weiß, ja? Und die waren ein bisschen sauer, eingekniet, aber dann hat er mich zur Seite genommen und er hat gesagt, wir starten das Projekt. Als wir das starten wollten, hat Demeo mitgekriegt, dass wir das nicht in Janet 2500 Kilometer tief in der Wüste machen, sonst bei Tlemcen, also bei Oran im Norden, da wo wirklich der Terrorismus am schlimmsten war. Und der Minister sagte, wir laden euch dahin, weil da sind Stauseen, in der Wüste sind kein Stauseen, da machen wir das. Demeo hat dann einen Rückzieher gemacht, er wollte das nicht. Ja. Und dann musste ich dafür einspringen, weil ich diesen Vortrag gehalten hatte. Ich hatte vorher nie eine Regenoperation gemacht. Und so bin ich dann da reingestolpert, habe ich die Regenoperation gemacht. Und ich habe gestaunt, als es wirklich innerhalb von Stunden, nach 3 Tagen, in August war das, wo es nie regnet, dann fing es an, einfach zu regnen. Dann habe ich dann die Wörter von dem Tuareg, sind mir dann wieder ins Dorf gekommen, wo er sagt, die Wüste braucht dich. Ja, und dieser erste Erfolg, das war für mich der Sprungbrett einfach ins Unbekannte, ins Ungewisse. Ja, ja. Ja, du hast ja schon angedeutet, also man kann das Wetter und auch sagen wir mal, die Frequenzen kann man sehr positiv beeinflussen, aber auch natürlich sehr negativ beeinflussen oder sie für positive Zwecke nutzen oder für negative Zwecke. Du hast gesagt sogar, dass in diesen Wandmalereien, wenn ich es richtig verstanden habe, die schon ein paar tausend Jahre alt waren, dass da sogar Bäume, blühende Bäume zu sehen waren. Dass vielleicht halt vor ja, gewisser Zeit, dass dort quasi auch das Klima anders war oder die, auch die Frequenzen anders waren. Und vielleicht kannst du mal sagen, so was aus deiner Sicht, was so die größten negativen Einflüsse sind auf das Wetter, auf oder auch anhand von durch Frequenzen, die uns, die Natur, die Tiere, die Pflanzen ja angreift, schädigt. Ja, da muss ich ein bisschen nachholen. Für mich wenn ich an die Natur denke, wie es funktioniert, kommt mir der Name Warburg damals. Warburg ist derjenige, der, ich glaube, in den 30er Jahren hat mehrere Nobelpreis bekommen für seine Entdeckung. In einem basischen Milieu kann keine Krankheit entstehen. Und als die Natur basisch war da unten in der Wüste, war auch alles, dieser Orgon war da vorhanden. Und wenn ich jetzt dazu Walter Russell nehme, Radioaktivität, das Todesprinzip der Natur, verstehst du, aus mit Radioaktivität änderst du das Milieu. Es ist ein sauer Milieu, ist nicht mehr basisch. Die Radioaktivität gehört unter die Erde, damit die Böden fruchtbar und alles geht kaputt. Nehmen wir an, du hast einen Apfelbaum, der produziert Äpfel und diese Äpfel sind irgendwann mal reif.
In dem Moment kannst du die nehmen. Ist alles basisch, kannst du essen, da ist genug Zucker, da sind genug Mineralien. Wenn du die nicht vom Baum nimmst, die Natur regelt das einfach in einen Zyklus, ja. Das nenne ich diese Zyklus integrale Umweltheilung. Alles ist wie Permakultur und so. Ja. Fällt der Apfel auf den Boden, der wird mal verrödern oder so da im Boden, der Boden nimmt ihn auf. Durch die Radioaktivität, die im Boden ist, wird zersetzt und wird in seinen Bestandteile einfach verändert. Ja. Und Walter Russell hat gesagt, Radioaktivität, Wilhelm Reich hat auch Experimente gemacht, da verändert die Natur von einem basischen in einem sauren Milieu. Und Wilhelm Reich hat in den 50er Jahren das berühmte Uranu-Experiment. Er hat 2 Milligramm Radium genommen, er hat sie in eine Argonkiste reingetan und er hat gedacht, vielleicht kann er die, wie sagt man, Gammastrahlen, die nach Aktivierung von Radium, einfach diese Radioaktivität, die lang dauert, um die dann, wie sagt man, zu neutralisieren, innerhalb kurzer Zeit, aber das Gegenteil ist passiert. Es hat diesen Effekt verstärkt. Und das nennt er Orano. Am Anfang hast du ein Bild so, hoch, runter, Sinuskurve. Und dann, das ist ja basisch. Und wenn Radium oder Radioaktivität mit in Verbindung gebracht hat, Orgon, dann hast du ein Aufbrechen. Und gleich danach hast du eine Linie, wie wenn jemand jetzt angeschlossen ist an so ein Gerät im Krankenhaus, der ist tot, sein Herz schlägt nicht mehr, dann hast du nur eine gerade Linie. Und das nennt er DOR, Deadly Orgon, ja, diesen Totenzustand. Und das wird erzeugt von Radioaktivität. Und das habe ich auch in Algerien bemerkt, in anderen Gegenden, wo radioaktive Versuche gemacht worden sind, unterirdisch oder oberirdisch, dann kommt es zu diesem sauren Milieu einfach. Das ist nicht CO2, wie man versucht, uns einfach vorzugaukeln. Ich war in der Mongolei bei dem Schriftsteller Galzan Chinak, der mich damals eingeladen hat, 2012. Und das Erste, was ich gesehen habe, bevor ich da Regen gemacht habe, habe ich entdeckt an der Grenze zur Mongolei bei Semipalatinsk, die Russen hatten über 450 Atomversuche gemacht. Dann haben wir dann unser Gerät in diese Richtung, haben wir das aufgelöst und da ist ein Wunder geschehen. Dann ist wirklich in Ulaanbaatar diese Do, diese tote Prinzip da im Himmel weg, die schlieren und Orgon kam wieder und da kam dann richtig weiße Wolken und es hat dann geschneit, weil zu der Zeit, das war Winter, statt Regen kommt einfach Schnee runter. Das haben wir auch dokumentiert. Es gibt auch Videos darüber in YouTube und so. Das habe ich auch in Iran erlebt. Das habe ich in Ägypten erlebt, wo ich meine Operation gemacht. Und besonders in Algerien habe ich da viele Erfahrungen gesammelt, weil in Algerien haben auch die Franzosen viele Atomversuche in der Wüste gemacht. Ja. Und da kam ja dann mit Bernd Senf den Begriff Cloudbuster, was nicht richtig war. Das hat damals Wilhelm Reich in ein paar Versuche so benannt, weil mit dem Gerät kennst du wie sagt man, Wolken erzeugen und Wolken zerstören. Und dann habe ich mir gedacht, wie kann ich jetzt, wo es nichts darüber gibt, das erklären an die Menschen, dass die zum Beispiel das Negative von Wilhelm Reich vom Kopf runter haben. Da war ich in Peking eingeladen von der Regierung, um da was zu machen. Und da ist das größte Desert Greening Komplex Institut auf der Welt. Da Desert war mein Greening heißt quasi, die Wüsten zu begrünen, ist das Ziel. Maler, ja. Und die haben mich eingeladen, die hatten von mir gehört. Da habe ich meinen Sohn dann genommen, Hanin, ja, der ist ja Arzt.
Der war ja 2 Jahre in China, Shaolin, wie sagt man, Mönch, Meister, spricht perfekt Chinesisch. Und haben wir dann vor dem Vortrag uns geeinigt, dass er dann übersetzt simultan und ich rede. Und glaub mir, plötzlich kam mir die Idee für die Chinesen, weil die Chinesen, die kennen ja Akupunktur nur, die verstehen Akupunktur. Hier ist das ja nicht verstanden. Und ich dachte mir, Akupunktur wird in Europa jetzt langsam akzeptiert. Und dann habe ich das Gerät umbenannt, habe Nach ich meinen Vortrag geändert. Himmelsakupunktur, oder? Ja, Himmelsakupunktur, ja. Und dann habe ich, was Wilhelm Reich gemacht hat mit Do, das ist Cha, und Orgon ist Chi. Und das war ein genialer Zug und seitdem hat mir das die Türen geöffnet. Die Leute verstehen das. Wenn du Energie zuführst, das ist einfach tonisieren, sedieren, das heißt, die Technik ist schon da. Und dann der James Lovelock zum Beispiel, der das Gaia-Prinzip erforscht hat, dass die Erde ein lebendiger Organismus ist. Für mich war klar und für die Chinesen auch, dass für uns die Haut für diesen Gerät ist der Himmel, der blaue Himmel. Verstehst du? Und deshalb machen wir das einfach dahin. Und Wasser ist ja magnetisch, wenn du das wirbelst, ja, weil das hat auch ein Plus- und ein Minuspol. Dann konnte ich das erklären, warum alles miteinander zusammenhängt auf meine Art, ja, und es war ein Riesenerfolg, ja. Und dann habe ich dann mit Bernd einfach das auch versucht zu vertiefen. Der war auch sehr zufrieden. Dann haben wir uns entschieden, das als Himmelsakupunktur zu bezeichnen. Die ganze Arbeit als Feng Shui des Himmels. Und wenn alles in Harmonie, weil Himmel ist männlich, die Erde ist weiblich. Und wenn alles stimmt, dann kann der Himmel die Erde wieder küssen. Und es ist ein liebes Verhältnis, ja. Oder befruchten, sozusagen. Oder befruchten, genau, ja, das ist eine gute Idee, ja, super, ja. Und dann, du weißt ja, der Tesla hat damals gesagt, das Fenster zu diese Energien, weil Arbeit immer mit Frequenz, Schwingung, so muss man die Welt verstehen. Er hat gesagt, Magnetismus ist das Fenster, um alles zu lösen. Und Magnetismus auf Französisch heißt Le Magnetisme. Le Magnetisme kommt von, wenn die Seele agiert. L'âme agit. Das heißt Magie. Das heißt, mit Magnete kannst du wirklich im Magiebereich. Alles ist möglich. Ja. Und deshalb kamen die Erfolge dann später, als ich selber das in diesem mit diesem Blickwinkel gesehen hatte. Und Wilhelm Reich, Demeo, also es gibt ein paar Orthodoxen, die dagegen waren, als ich anfing, die Techniken zu vermischen. Tesla, Schauberger, Wilhelm Reich. Die hatten mein Prinzip, meine Sicht nicht gesehen, weil du musst deinen Blick wählen. Und dann habe ich gesagt, es beißt sich nichts gegenseitig oder so, es hilft sich. Und in der Wüste, ich hatte ja kein Sehen, ne? Ich hatte nur ein kleines Becken. Dann dachte ich, den Schauberger Wirbeleffekt, um das Wasser zu levitieren, den Tesla Primär-Sekundärspule, um diese atmosphärische Strom, Elektrizität als Verstärkung für die Orgonenergie. Und es hat wunderbar geklappt. Und als ich anfing, 2003, hatte ich viele Bäume gepflanzt. Das waren 30 Hektar. Ich hatte vielleicht 6, 7 Hektar angefangen. Und weil, wenn das Wasser in der Wüste auf dem Boden kommt durch Regen,
Es sickert nicht. Es bleibt an der Oberfläche wie eine Platte, eine elektrische Platte. Du tust Wasser drauf, es kugelt sich ab. Dachte ich locker denn einfach mit meinen Methoden. Wurzeln sind von Bäumen geliefert. Und dann habe ich angefangen, Bäume zu pflanzen. Und das mit normaler Zisterne, weißt du, so auf dem Traktor, ein Riesenreservoir und das jeden Tag da gegossen und viel Wasser da einfach und Zeit verschwendet. Ich hatte einen Brunnen gebohrt und als der Boden gelockert war, es hat lang gedauert, die erste Operation habe ich dann 2007 im Juli gemacht. Ist auch dokumentiert, wo ich gleichzeitig Tesla, Schauberger und so und der Himmel hat sich aufgemacht. Da kam Regen, die Staudämme waren voll. Und das ARD war sogar in Algerien, das Wunder in der Wüste, wo Trüffel waren, wo Kartoffeln. Also es war wirklich nicht zu glauben, was da geschehen ist. Und seitdem habe ich dann die Methode immer verfeinert und so gemacht, dass man das überall anwenden kann. Weil die Geräte, muss man auch dazu sagen, von Wilhelm Reich, die waren gefährlich. Wenn du mit dem Cloudwasser arbeitest, musst du einfach anhand einer 3 Meter Schnur das bewegen und du musst Gummihandschuhe haben. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, habe ich dann gesehen, wo diese Störfelder kommen. Die Geräte habe ich dann geändert, anders konstruiert. Meine Geräte kannst du mit der Hand fassen. Die sind wirklich harmlos, ja. Und die bringen auch den Effekt, ja. Okay. Das heißt, ja, wir sind jetzt schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit, also in dem Zeitstrahl, seit deiner, seitdem du das erste Mal entdeckt hattest, hast du schon erste Erfolge gehabt in verschiedenen Ländern. Und was für mich noch spannend wäre, du hast ja viele, sag ich mal, du hast ja die Ideen vieler Pioniere der Frequenz- oder Energiemedizin mit aufgegriffen. Also Reich, Tesla, Schauberger und so weiter. Vielleicht kannst du noch mal kurz und knapp, also ganz kurz zusammenfassen, was du von jedem dir, also was du von den Leuten gelernt hast oder was du mit einfließen lassen hast, auch in deine Geräte. So ganz kurz und knapp kann man, wenn man das überhaupt runterbrechen kann. Ich muss dir ehrlich gestehen, das Wissen ist ja nicht irgendwie von mir oder von Ja. Büchern. Was ich an den Büchern gelesen habe, hat mich nicht viel weitergebracht, weil es war alles allgemein. Es war trocken, was ich durch die Vorlesungen über Wilhelm Reich, Schauberger, Tesla, Lakowski, Kozyrev, vieles habe ich von Bernd selbst. Aber es hat mich nichts weitergebracht, weil das Wissen, das wahre Wissen, ist jenseits des Verstandes. Das heißt, wenn du arbeitest, erste Mal, du kommst in einen Zustand, du bist wie im Tunnel, du bist wie ein Medium. Und in diesem Zustand, wo du dich nicht selber, du bist wie ein Beobachter, verstehst du? Du bist nicht mehr der Agierende, du bist der Agierte durch Beobachtung. Das ist ja wie Quantenphysik. Weil Materie ist gefrorene Energie, das heißt, es ist Frequenz, es ist Welle wie gleichzeitig Materie. Aber wenn du als Materie zur Materie gehst, du siehst nur Materie. Du kommst nicht über diese Komponente, wo du die Welle erhast du, wenn du das beobachtest. Verstehst du? Dann nimmst du andere Sachen wahr. Das ist wie bei der Meditation einfach, ja. Wo du nicht da bist, aber es ist was anderes. Deshalb sage ich, es ist jenseits der Verstandes. Wenn du zum Beispiel malst, du bist nicht der Maler, du kreierst was, du erschaffst, verstehst du? Aber durch andere Kräfte, die in dir wirken. Du musst irgendwie eins mit der Sache sein. Und all dieses Wissen kam mir in diese Momente. Ich wusste, es ist da, aber es erklären konnte ich es nicht, nur später. Wie mit Himmelsakupunktur und sowas. Dann kam das nach, verstehst du? Kennst ja die Geschichte von dem Indianerhäuptling, der
gehört hat von dem eisernen Pferd vom weißen Mann, und er hat sich dann richtig geschmückt. Er ging auf die Autobahn und wollte diese eisernen Pferde sehen einfach. Da kam ein Riesentracker, und der Typ, der da drin am Fahren war, hat den Indianer gesehen, der war auch sehr schön, der hat gehalten. Und der Indianer, ohne was zu sagen, ist da reingestiegen, er wollte reiten, ja. Und der ist dann gefahren, und es war ihm zu schnell, dann hat er gesagt, bitte halt, halt, ich will raus. Der ist dann rausgegangen und er will nur eine kleine Pause machen, um dann weiterzufahren mit ihm. Nach einer Stunde, der Indianer war immer noch da am Sitzen. 2 Stunden auch. Und er sagte, willst du weiterfahren oder willst du hier sitzen? Er sagte, du weißer Mann, bitte noch ein bisschen warten. Körper da, Seele noch nicht da. Das heißt, der Körper war schneller als die Seele. Doch das Fahren, ja. Das heißt, die Seele, die nimmt die Sachen anders wahr. Aber du musst in diesem morphogenetischen Feld einfach Teil dazu nehmen, wo du dann deinen Körper, den du benutzt, um in diese materielle Welt was zu machen, aber durch die Intuition, verstehst du, machst du alles. Und die Intuition ist nur, wenn du außerhalb des Verstandes bist. Ja. Und so sind viele Sachen zu mir gekommen, und zum ersten Mal habe ich verstanden, was Wilhelm Reich ist. Ja. Was ihn bewegt hat. Was du in Büchern liest, ist trocken, aber wenn du dann die Person einfach kennenlernst, anders, dann verstehst, gehst du tiefer rein. Schauberger auch, dann war ich ja in Österreich bei seinem Enkelkind in dem Institut, er hat mir die Geräte gezeigt. Ich habe sofort Zugang. Zuerst hatte ich Zeichnungen, aber da habe ich das richtig gespürt, ja. Und als ich zum Beispiel von Tesla, ich habe selber den Stator-Motor selber gebaut, verstehst du, um das zu fühlen, was er da, und es fing an, sich zu drehen. Es ist nicht wie wenn du jetzt Formeln im Kopf hast, und du musst einfach in die Materie eins werden, ja, wie zum Beispiel Kosirev, als ich von dem gehört habe, dieser russische Mathematiker, der versucht hat, einfach den Himmel zu fotografieren, die Sterne, den wahren jetzigen Zustand von den Sternen. Weil du weißt ja, Lichtgeschwindigkeit, dadurch kannst du nicht den wahren Himmel sehen. Das ist ja 300.000 Kilometer die Sekunde. Was du jetzt siehst, ist viel älter, als was er hat gedacht. Wie kann ich das denn jetzt sehen einfach? Wie kann ich das jetzt spüren? Dann hat er den Kosirev-Spiegel gebaut mit seiner Kamera, und er hat den Himmel fotografiert in einer sehr, sehr schönen Nacht, wo viele Sterne waren. Er hat eine andere Sternkonstellation beobachtet und er hat gesagt, es kann nicht sein. Aber da er sehr guter Mathematiker war, er hat das alles berechnet und er hat gefunden, das, was er fotografiert, ist hier und jetzt, in hier und jetzt, das Wahre. Ja. Wie der Himmel jetzt ausschaut. Und ich habe dann diese Kenntnisse, ist ja verrückt, die Leute werden denken, wie kommt er darauf? Habe ich Hermes Trismegistos, und er hat ja 7 Gesetze, so unten wie oben, Gesetz der Entsprechung, der Analogie, dann habe ich mir gedacht, ja, wenn er in hier und jetzt den Himmel fotografieren kann. Ich kann mit seiner Technik auch die Schumannsfrequenz, die in den 60er Jahren hier jetzt inkorporieren in meine Anlage. Und damit habe ich die 5. Herzkammer geschaffen, weil die 5. Herzkammer gibt es tatsächlich. Der Dr. Harnisch hat es studiert damals, er hat im Mikroskop gesehen, das ist 4 Millimeter groß und ist hermetisch irgendwie so gut isoliert. Da drin ist ein Dodekaeder und da drin ist eine Lichtmännchen. Da drin sind 100 Grad Celsius, und das erzeugt das Göttliche in uns. Das erzeugt diese Liebe. Und da Wilhelm Reich gesagt hat, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass. Das Gegenteil von Liebe, hat er bewiesen, ist Angst. Dann kam mir die Idee, durch meine Technik einfach etwas für die Bevölkerung zu machen,
um diese Terrorismus und alles einfach runter, habe ich diese Technik dann integriert, die QCRF-Resonatoren, die ich in meinen Anlagen habe, wo die Schumanns-Frequenz da drin ist, wo ich dann mit dem Dodekaeder sozusagen die fünfte Herzkammer, und diese Anlagen versprühen Liebe, verstehst du? Und überall, wo die waren, ja, der Terrorismus war innerhalb von 2-3 Jahren in Algerien auf Null gegangen. Ja, nachdem ich anfing, das zu machen. Wir haben eine Anlage bei Minsk damals, wo es drohte zum Weltkrieg und sowas. Dann hatte der Kelly damals den Poroschenko wieder zurückgerufen. Da war Minsk 1, Minsk 2. Und das Gute, ich hatte es ja vorausgesagt. Ich habe auch Videos, wo ich Monate vorausgesagt habe, jetzt wird das und das passiert und es ist geschehen. Ja, in Algerien mit 7 Anlagen ist eine Bewegung nieder gewesen, wo 7 Millionen von heute auf morgen auf die Straße gegangen, friedlich. Und es hat ein Jahr gedauert. Da waren 27 Millionen, keine Führung, kein Leader. Alles wie diese Vogelschwärme, so morphogenetisch zusammen sich bewegen. Und da ist der Präsident runter einfach und viele Minister und wäre nicht und die Angst wieder da, weil war eine starke Mauer, ja, und die Leute konnten nicht mehr weiter demonstrieren gehen. Damals hat man schon erweckt, den algerischen Bevölkerung oder Volk Nobelpreis für Frieden zu verleihen. Das war ja sehr verbreitet, ja. Ja, also eigentlich fast unvorstellbar, was mit diesen Technologien möglich ist. Vielleicht kannst du noch mal erklären, warum es heutzutage wichtiger denn je ist, weil es gibt ja auch sehr viele negative Einflüsse. Es gibt es gibt ja. Was machen diese mit uns und warum sollten wir uns davor schützen? Mehrmals wollten sie mir die Handschellen machen. Man hat meine Konten alle gesperrt hier. Und als es nicht mehr so weit ging, habe ich mir gedacht, abhauen. Und das habe ich vor 8 Jahren vor Corona dann nach Algerien gemacht. Da habe ich alles hinter mir gelassen. Ja. Dann war ich in Saudi-Arabien, habe ich überall gesehen. Auf den Straßen je 20 Meter so ein Dings und dann als Lampe oder so verziert. Ich denke mir, da steckt was dahinter, weil wenn du das studierst, das ist Mikrowellentechnik, Militärwaffen, da kannst du bis 60 G drehen und bei 10 G haben sie einen Versuch in Holland gemacht, wo die Vögel vom Himmel runterkamen. Das erzeugt Angst. Und als ich bemerkt habe, die Menschen kannst du manipulieren durch Angst, habe ich diese Geräte erschaffen, weil durch diese Geräte hast du diese Angst nicht. Und dein drittes Auge ist dein Dirigent. Aber wir sind jetzt in einem Zustand, wo die Menschen nur im Gedanken sind. Also die Seele ist verkrümmert, ist nicht da. Handy oder WLAN. Kannst du alles abschalten bei dir in der Wohnung. Aber über dich hat jemand das. Oder neben dir dein Nachbar. Das heißt, du bist mittendrin. Du kannst dich gar nicht wehren. Heutzutage ist leider so, wir müssen uns vor viele Sachen schützen. Das ist die Welt, wo wir leben. Ja, ein sehr, sehr spannendes Thema, oder? Aber auch ein sehr heikles Thema. Man kann diese Technologien auf sehr positive Art und Weise nutzen, aber auch sehr viel Schaden damit anrichten. Ihr habt auch gemerkt, wir mussten einiges aus Sicherheitsgründen zensieren. Aber die gute Nachricht ist, es folgen jetzt noch weitere über 30 Minuten, also über eine halbe Stunde Videomaterial. Allerdings nicht hier auf YouTube, sondern woanders. Und wenn du das komplette Video sehen möchtest, in voller Länge, unzensiert, da gibt es noch sehr viel spannende Informationen. Dann klick einfach hier unten auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Da kannst du dir das ganz entspannt anschauen, herausfinden, was der Majid noch so an spektakulären Informationen preisgibt. Also wenn du das nicht verpassen möchtest, klick auf den ersten Link in der Videobeschreibung und wir sehen uns dann wieder im kompletten Video. Bis dahin, euer Sören. Ciao.